So, Janba, heute sitzen wir mal nicht im Auto, sondern im Auto. Bus. Genau. Und zwar im Hochsteiermark. Adventbus. Unsere Reise mit uns heute nach Eisenerz, Trofeiach im Stockschoss, ja, nach Leoben zum Adventmarkt führen. Ja. Wir sind die Reiseleiter sozusagen. Ja. Du sagst außer ja, sonst gar nichts, schaut's aus. Nein. In Bruck an der Mur beim Advent der Regionen, da holen wir noch ein paar Leute an. Genau. Und wie man sieht, ist da draußen wirklich tiefster Winter und das passt aber zu so einer richtigen Adventmarktreise dazu, oder? So ist es. Genau. Ich bin schon so gespannt, schauen wir uns das einfach an, wein und was, ja, wir alles treffen werden. Glühwein, ja. Hochstimmung, Hocherlebnis, Hochkultur. Wir sind hoch erfreut, mit euch mitfahren zu dürfen. Gerne. Und zwar fahren wir mit dem KSV-Bus, schauen wir. Wow! Da sind sicher alles Fußballer drin. Wissen wir schon, wie unser Buschauffeur heißt? Was tippst? Schaut aus wie ein Kordel. Ich sag, das ist ein Fredi. Du bist der Fredi? Fritz. Ah, du bist der Fritz. Wir werden heute den ganzen Tag miteinander verbringen. Hast du Freude? Na ja. Und Sie sind also ein eher emotioneller und enthusiastischer Typ, habe ich gemerkt. Fünf steigen dazu. Die werden wir jetzt begrüßen. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Mein Gott, ich hab da ein wenig einen Kuddelmuddel benannt. Darf ich Ihnen das geben? Danke. Schauen Sie, bitte sehr. Herzlich willkommen. In Zell geben Sie dann bitte drin unseren Piloten. Piloten? Pilot, ja. Ja, ich hab verstanden, verloten. Nein, nicht verloten. Das kann nicht sein. Weiter geht die Reise. Der Bus füllt sich, Berger. Jetzt können wir dann das erste Weihnachtslied singen. Gell? Könnt ihr euch schon was überlegen? Es sind einige Damen in Begleitung ihres Ehepartners da. Andere, habe ich gesehen, haben sich was Besseres gefunden. Wenn es irgendwelche Beschwerden gibt, bitte wendet euch an den Fritz, das geht uns nichts an. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter Ihrem Vordersitz verstaut ist. Die Gepäckablagefächer über Ihren Sitzen sind nur für leichte Gegenstände und Garderobe geeignet. Ein kleines Weihnachtslied. Ja, da. Falls da einer einen Föhler macht, haben wir mit dem Fritz ausgemacht, bleiben wir auf der Stellstein und der steigt aus. Lasst uns froh und munter sein. Schließen Sie nun Ihren Sicherheitsgurt und ziehen Sie diesen fest. Und uns ganz von Herzen freuen. Bitte schalten Sie nun alle elektronischen Geräte aus. Lustig, lustig, tralalalala. Unser Bus hat zwei Notausgänge. Diese sind mit den Worten "Da geht's aus" gekennzeichnet. Bald ist ein Nachtabend, da ist ja gut. Über den Brebichl sind wir drüber, Eisenerz. Und die Herrscher, was ist, kann nicht mehr weiter. Es kann nicht mehr weit sein, ist gut. Schau her, wir sind schon da. Schau, da ist er, der Adventmarkt. Schau. Jetzt hören wir ein bisschen zu. Schön. Seid ihr das Waisenbläser? Wir sind das Quartett der Stadtmusik, ein bisschen Eisenerz. Die Dani kennen alle, weil sie die Kulturreferentin ist. Ja. Mich kennen aus dem Grund alle, weil ich überall dabei bin. So wie die Dani, obwohl ich nichts bin. Seid ihr alle Vollwaisen oder Halbwaisen? Ich bin ein Vollweise, den glaube ich Vollweise. Den Kurt kennen auch alle, der ist auch nichts, aber der ist auch überall dabei. Wie viele Einwohner hat Eisenerz? 4.800 circa. Das ist ein vollweiser Mensch, wirklich wahr. Schnee ohne Ende, Stimmung, Schneeflockerl, Weihnachten, Bunsch, Christkindlmarkt. So richtig hochsteirisches Wohlfühlgefühl. Weißt du was? Wir gehen jetzt einen Glühwein trinken. Ja? Nehmen wir mit? Nein. Tschüss. So, Janba, das sind die Lebkuchen, die der Vizebürgermeister, der Christian Berger, höchstpersönlich gebacken hat. Berger, im Krippenhaus, da fällt der Jesus. Also. Seid ihr schon ein bisschen nervös? Von was? Vom Christkind? Ma, schau, das ist lieblich, hä? Es ist echt geil bei uns am Stockschloss. Und wenn ihr zwei da seid, den kennt man ja in ganz Österreich, dann ist das für uns auch eine besondere Auszeichnung. Es fühlt sich nicht nur die Bevölkerung sehr wohl, sondern in erster Linie unsere Gäste. Hier im Stockschloss haben wir, glaube ich, Weihnachten bewusst einen Schritt zurück gemacht. Und das ist eigentlich das, warum wir da so einen großen Zulauf haben.
harten Berg an. Wir müssen aber schauen, dass wir da nicht ansaufen. Ich glaube, da schaut es gemütlich aus. Der Herr Dischat schaut auch so aus, als wenn er mit uns sicher eins trinken würde. Mir ist schon richtig kalt von lauter Schneeschaufeln. Ich freue mich, wenn ich mit euch eins trinken kann. Berger Sistereck. Wie geht's einem Schweizer im Stockschloss? Sehr gut. Also ich möchte mich nicht erinnern, dass ich in der Schweiz so was Schönes gesehen habe wie hier. Deswegen bin ich auch hier. Ein Techniker im Winter ohne Glühwein, das ist für mich kein Techniker. Das ist kein Glühwein, das ist Waldbeerensaft, gell? Ich weiß nicht, kannst du mal zurückschauen, da mal ganz kurz durchzählen, obwohl ich da sind. Also fangen wir links an mit 1, 2, 3, 13, 14, 15. Da fehlen eigentlich nur 8, glaube ich, gell? Ein paar Buntstandl haben wir schon hinter uns, gell? Also da ist der Verlust von 8, glaube ich, ist im Rahmen, oder? Ja, wirklich, ja. Das kann man tolerieren. Wie hat euch unsere Tourbegleitung im Adventbus der Hochsteiermark eigentlich so gefallen? Dann bitte ich um einen großen Applaus. Blendet mich, blendet den Anton Hirschmann. Ha? Den haben wir da. Schade vor dem Bummel. Das ist kein Bummelzug, das ist die S-Bahn, auf der wir schon so lange warten. Und jetzt der würdige Abschluss, Adventstadt Leoben, wo das Christkind zu Hause ist. Ja, es gibt nichts Schöneres. Das war das Stichwort, Christkind. Kennst du das du persönlich? Ja, ich weiß, wer es ist. Ja. Kannst du uns vorstellen? Unser Christkindl, den kann nicht jeder haben. Ne? Ja, aber wir nähern uns dem Riesenrad. Ich sehe es da schon durchschimmern. Ja. Der Riesenradl ist ein Erlebnis. Ich habe jetzt gerade einen Autobus voll Leute abgeholt aus Mürzzuschlag, Kapfenberg, aus den Nachbarstädten. Die Twins sind auch da. Unsere besten Kameraleute, die werden das Ganze aufzeichnen und eine gute Reportage aus der Adventstadt Leoben machen. Weihnacht in der schönen Stadt. Dürfen wir was wünschen? Selbstverständlich. Ein Strophenfang Weihnachtslied. Ja, was singen wir? Eine Weihnacht ist mir geboren. Das war jetzt fast der ganze Strophenfang Weihnachtslied. Ich habe gesagt, ja, wir müssen uns zuoberstellen, da können wir was lernen fürs Leben. Wirklich wahr. In der schönen Stadt.